Und dann gucken wir mal, was wir dafür brauchen. So. Workbench 1. Okay, 3. Das ist die erste Workbench, die wir dann haben. Ne? Damit können wir dann auch Sachen herstellen. Wahrscheinlich auch irgendwie Munition oder sonst was. Okay, also wir brauchen noch ein Barren. Wir haben 2. Das heißt, wir müssen weiterhin erstmal Scrap Metal sammeln. Was brauchen wir für die anderen Sachen zum Researchen? Ah, okay, alles klar. Also brauchen wir erstmal jede Menge Barren. Also sollten wir erstmal jede Menge... jede Menge Scrap Metal sammeln. Das ist vielleicht, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Na, komm. Also, Augen offen halten nach Scrap Metal. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht gar nicht so schnell fahren, weil wir ja halt hier so ein bisschen gucken müssen. Ich frage mich, ob solche Depots häufiger kommen. Also wo man halt auch so untersuchen kann, aber das wird es bestimmt geben. Ja, die sind ja niedlich. Hui. So, da sehe ich Scrap Metal, da sehe ich nochmal was zu trinken. Da unten ist auch Scrap Metal. Da muss ich mir jetzt ein bisschen beeilen. Weil der Zug ja rollt. Ich meine, ich könnte natürlich auch anhalten. Ah, ich kann auch mit Shift. Ah, das geht auch schneller. Ah, nice. Das wusste ich gar nicht. Also quasi wie Rennen, nur er rudert dann ein bisschen schneller. Essen nehme ich auch mit. Oh, da würde ich gerne hin. Auf diese Inseln. Das würde ich so gerne mal ausprobieren. Aber das kommt wahrscheinlich alles noch. Da werden wir bestimmt nochmal hinkommen. So. Das ist bestimmt alles mega interessant. So alles zu erkunden. So. Da war Holz hinter. Das ist aber auch ganz raffiniert vom Spiel gemacht, ne? Dass einige Sachen hinter den Steinen sind. Dass, wenn man vorbeigefahren ist, vielleicht gar nicht mehr dahin kommt. Voll am Ruder mit der Arme. Alles Scrap Metal, was wir jetzt finden, nehme ich mit. Und dann brutzeln wir erstmal ein bisschen was. Kupfer brauchen wir auch, ne? Also Kupferbarren, nicht nur Stahlbarren. Sollten wir vielleicht auch ein bisschen im Auge behalten. Wahrscheinlich haben wir schon 100 Mal das Metall übersehen. So. Nehmen wir mit. Tutorial. Was? Ledge? Was? Ledges? Damage, but they will slow the train. Oh, okay. Down. Shoot their creatures. Okay. Ach, krass. Okay. Aber ich sehe noch keine Kreaturen, die uns angreifen. I'm stuck the wagon together. Speed Penalty. Okay. Ach, Speed Penalty gibt's. Es gibt eine Geschwindigkeitsstrafe. Wie Geschwindigkeitsstrafe? Weil wir zu langsam fahren oder was? Oder wie? Oder ist es das Ding, was dann sagt, wir müssen ein bisschen schneller fahren? Da, ach, da. Oh, Alter. Ja, das ging ja schnell. So, was kriegen wir da durch? Oh, ist das Essen? Nehme ich mit. Leder und Fett. Krass. Na, das ging ja... das ging ja doch schneller als gedacht. Sollten wir vielleicht... Na gut, den Revolver stecke ich mal weg. Das war jetzt nur einer. Vielleicht kommen wir später auch mehr. Weiß ich ja nicht. Da unten ist Scrap Metal. Da unten ist... oh, da ist ganz viel Scrap Metal. Oh, ho, ho, ho. Dreimal, alter Schwede. Weiß nicht, ob man einfach stehen bleiben kann. Das ist halt so, ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass wir dann vielleicht echt so eine kleine Strafe kriegen, dass wir vielleicht einfach weiter müssen, aber
Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich bremse jetzt einfach mal. Denn ich würde jetzt einmal hier das Fuel da reinpacken. Also viermal links. Da. Viermal Holz. Da müssen wir in der Mitte drauf drücken. Dann hiervon. Können wir fünf Stück herstellen. Wie viel brauchen wir denn jetzt? Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wie viel wir brauchen. Wir brauchen... Ach nee, für die Workbench war das, ne? Ein brauchen wir erstmal Metallbarren. Brauchen wir erstmal ein. Oh, wir haben auch nicht mehr so viel Wood, ne? Sehe ich gerade. Wir können echt auch mal wieder ein bisschen Holz sammeln. Sonst können wir nämlich nichts mehr brennen. So, jetzt können wir quasi unsere Workbench bauen. Nein, uns fehlt dreimal Holz. Das ist ja ganz toll. Weil wir alles im Ofen geknallt haben. Also müssen wir jetzt auch erstmal wieder ausschauen nach Holz haben. Da sehe ich Holz. Ich komme schon. Da ist nochmal trinken. So. Und frage ich mich auch, ob das prozedural wohl generiert ist, hier der Void. Alter, hier kommt Nebel. Ich sehe gar nichts. Wie gemein. Da ist nebelig. Aha. So, lass mal gucken. Haben wir jetzt, glaube ich, genug Holz, ne? So, jetzt können wir herstellen. So, sehr nice. So langsam wird es schon wieder ein bisschen enger hier, ne? Also, gucken wir mal. So, die würde ich jetzt einmal vielleicht hier platzieren. Ah, warte. Da so hin. Ding. So, was können wir denn hier craften? Schrauben, Bolts. Ja, das ist ja nice. In a building, crafting various details will always come in handy. For instance, this one. Das werden wir wahrscheinlich brauchen, um wahrscheinlich auch unsere Draisini auszubauen. So, als nächstes brauchen wir dreimal, ich würde es glaube ich nach der Reihe jetzt einfach machen, dreimal wieder Barren. Die stellen wir mal her. Können wir nochmal währenddessen nochmal hier ein bisschen Holz holen oder so. Beziehungsweise wir können noch ein bisschen was essen, ne? Was essen, trinken. Use mit E. So, zu trinken aber genug. Was ist das eigentlich? Leder. Und das hier? Kann ich das zum Brennen benutzen? Ich frage für einen Freund. Fett zum Brennen benutzen vielleicht? Da ist Holz. So. Kein Metall. Da sehe ich doch was. Man kann wahrscheinlich auch von seinem eigenen Zug überfahren werden, oder? Wäre irgendwie lustig. Aber das geht bestimmt. So, warte. Da hinten sehe ich auch noch Metall oder Holz. Bin mir nicht sicher. Da, ja. So, dann lass mal einmal die Bremse ziehen. So, jetzt haben wir alles, ne? Können wir das eben machen. Als nächstes brauchen wir dreimal Kupferbarren, also Kupferbarren. Ah ja, okay, warte. Haben wir da alles am Start. Drei Stück, ne? Drei. Gucken, ob das mit dem Brennen reicht. Bin mir nicht sicher. So, was brauchen wir denn jetzt für Storage, Produktion, Dekor? Oder war das hier? Ach, guck mal, Federn, Springs können wir jetzt herstellen und Gear. Das ist ja nice.
Rafting Winery Details, okay. Das ist ja interessant. Müssen wir auf jeden Fall mal herstellen. Mal gucken, was wir da... Okay, Fuel fehlt. Würde ich mal einmal das mit dem Fett ausprobieren, ob das geht. Das geht tatsächlich. Ja gut, geht natürlich schneller weg. Na? Reicht nicht, natürlich. Okay. So, dann researchen wir mal das hier. Weil dann leveln wir wieder auf wahrscheinlich mit der Bank. So, als nächstes kommt Labor... Ach du heiliger Labor. Chemical-Komponenten. Und Basic-Komponent 2. Ach du heiliger. Okay, krass. Das wird auf jeden Fall sehr umfangreich. Wire. Okay. In Building and Crafting. Tja, was machen wir denn als erstes? Vielleicht erstmal Schrauben? Ich würde es einfach mal ausprobieren jetzt vielleicht. Können wir nochmal... Haben wir irgendwie was? Vielleicht 4 Barren? So, dann müssen wir jetzt eh ein bisschen Holz sammeln. Weil wir haben nicht genug. Dann können wir unterwegs auch nochmal ein bisschen Scrap Metal sammeln. So. Würde mich mal interessieren, was wir damit jetzt bauen können, alles dann gleich. Mit Schrauben und Federn und so ein Kram. Man muss ja auch erstmal lernen, ne? Mit jedem Survival-Game muss man erst lernen, wie was funktioniert. Also, wichtigste Ressourcen, Holz und Scrap Metal als erstes, das ist in dem Game hier wohl so das allererste. Was man lernen sollte und machen sollte. Und natürlich Nahrung. Aber das brauchen wir gerade nicht so viel. Also es hält sich in Grenzen, das ist schon mal ganz gut. So. Es läuft ganz gut, ne? Wir überleben. Das freut mich. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Sonst noch irgendwas dahinter? Na, da könnte was hinter sein. Ist aber nicht. Da hab's doch gewusst. Da hat sich Scrap Metal noch versteckt. So. Ob wir wirklich alles da gesammelt haben, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Wir haben ja genug noch vor uns liegen. Ist wahrscheinlich der unendliche Zug. So. Das nehmen wir mit. Sonst irgendwie nochmal Holz oder... Oh, okay. Alles klar. Nehme ich natürlich mit alles, was er da lässt. Aber der ist jetzt, glaube ich, auch einfach gespawnt, ne? Der ist jetzt nicht irgendwie... Das kann man bestimmt später abarbeiten, hier die Sachen. Irgendwie mit einer Pickaxe oder so. Könnte ich mir vorstellen. Dass man das später irgendwie... eine Spitzhacke bekommt oder so. Und dass man das Metall vielleicht auch abarbeiten kann. Oder die Steine. Boah, da oben ist bestimmt auch geil. Holz. Ja, Holz. Brennstoff des Lebens. Geißel der Menschheit. Oh mein Gott, da muss ich hin. Hallo, ich komme, mein Freund Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz, Holz. So, das nehme ich mit. Das nehme ich natürlich auch mit. Da können wir jede Menge... Ah, guck mal da. Können wir jede Menge brennen, niederbrennen. Brennen sollen sie. Da ist Holz. Na, da wäre auch Essen gewesen.
Aber der Zug fährt unerbittlich weiter. Choo choo, motherfucker. So. Okay. Holz trinken. War nicht mal mit, weil es gerade da auf dem Weg lag. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben 4, 9 mal Holz. Okay, aber Scrap Metal haben wir richtig viel. Alter Schwede. Da können wir richtig brennen. Müssen nur gucken, dass wir genug Holz kriegen noch. Nix hinter. Würde sich so anbieten. Aha. Da sehe ich nochmal Scrap Metal. Wir haben mehr Scrap Metal wie Holz. Das macht mir Sorgen. Na. Nein, Inventory full. Was? Kann nicht sein. Use, use. Bleib stehen. Zug. So, jetzt bleib ich erstmal stehen hier. Genug gefahren für heute. Da sind wir. So. Dann lass mal gucken. Wir müssen change. Ich mach mal erstmal 5 Stück rein. Was ist das hier? Kohle? So, 5 Stück rein. 4. Dann machen wir jetzt erstmal hiervon. Warte mal, was brauchen wir denn jetzt? Ich wollte erstmal einbaren, haben wir ja. Bevor wir jetzt irgendwas brennen. Ich würde mal einmal Schrauben herstellen. Einfach mal gucken. Was wir damit überhaupt machen können, ist die Frage. Dann würde ich vielleicht auch nochmal so ein Gear herstellen, so eine Feder. Um einfach mal zu schauen. Aber man muss die Sachen wirklich wegnehmen, ne? Also machen wir hiervon mal so 3. Machen wir mal 5 Stück. So, was wir haben, haben wir. Ah, das brauchen wir hier auch zum Researchen, ne? Sehe ich gerade die Schrauben zum Beispiel. Hier ist Labor 1. 2x Schrauben, 2x Wire. Also brauchen wir auch die Kopperbarren. 2x Schrauben, also müssen wir noch Schrauben haben. Also nochmal Schrauben. Sehr schön. So. Hallo! Hallo? Ist hier jemand? Ich fühle mich so alleine. Ich bin so alleine. Ja, das ist natürlich, ja, toll. Sind wir hier ganz alleine. Was? Habe ich da gerade jemanden singen hören? Ich bilde mir schon Sachen ein. Mal erstmal 5 Stück herstellen, was wir haben, haben wir. So, das Leder. Oh, Fleisch. Oh, geil, Alter. Ungekocht. Geil, Fleisch. Das können wir erstmal gleich auf den Grill legen. Wenn das geht, vielleicht in den Schmelzer, aber funktioniert bestimmt nicht. Schrauben haben wir, ne? Jetzt brauchen wir noch hier Copper Wire. Müssen wir natürlich erstmal wieder auffüllen. Holz brauchen wir eh zum Brennen gerade erst nur. Also für sonst glaube ich auch nichts, ne? Ja gut, hier vielleicht wieder. So, wir brauchen... Ach nee, 2x Holz brauchen wir hier noch. Take. Wie mache ich das? 2. Nein, nicht 12. Hat er jetzt hergestellt? Habe ich jetzt das Holz aufgenommen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, 2x Wire brauchen wir jetzt noch. Um das zu researchen, wohlgemerkt. Erstmal. Also hier brauchen wir 2 Stück. So, die stellen wir mal her. Ansonsten, im Buch haben wir sonst noch nichts, ne? Genau, das ist jetzt nur... Genau. So, 2x das Copper Wire. Also die Drahtspule mit... Labortable. Das ist halt die Frage, so was ist jetzt wichtiger zu bauen, aber müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir jetzt dafür brauchen für das Labortable. Also 2x Schrauben, 2x Holz, 2x Copper Wire. Wie gut, dass ich mehr hergestellt habe von den Barren. Dann machen wir wieder 2x Schrauben. Machen wir das doch mal. So. Können wir nicht, weil, warum? Ach so, not enough space. Oh!
Hä, wie not enough space? Hä? Sie verarschen? Wie not enough space? Ach so, weil wir da noch was liegen hatten. Ach, wir müssen das jetzt wegnehmen. Ach so. Entschuldigung. Das muss man doch erstmal wissen, ne? So, dann machen wir ein Labortable. Dann kann ich ja schon mal gucken, währenddessen, was wir als nächstes craften. Basic Components wäre vielleicht ganz wichtig. Dazu brauchen wir dieses runde Teil. Was kostet uns das denn? Warte mal. 2 Barren. Die haben wir, glaube ich, noch. Und so ein rundes Teilchen, ne? Das können wir gar nicht herstellen. Gut. Aber erstmal Labortable. Da brauchen wir noch zweimal. Da brauchen wir noch einmal Holz. Haben wir natürlich nicht, ne? Nein, Bremse. Nein, Bremse. Also noch einmal Holz irgendwo finden. Da haben wir Holz. Aber bevor wir jetzt weiterfahren mit unserer da, mit unserem Zuglein und wir hier jede Menge Kopper verlieren. Oh, Alter. Ist das? Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich dieses Penalty ist, was wir gelesen haben, dass wir nicht zu lange verweilen dürfen. Bin mir aber nicht sicher. So. Unstable, okay. Unstabile Chemikalie. Machen wir mal. No Fuel. Oh, haben wir auch. Fett. Haben wir doch. Haben wir nicht. Mist. Aber es kann sein, dass er die Sachen hier außen... Kann ich denn hier... Warte mal, kann ich denn hier rein jetzt... Nein, Fleisch kann ich nicht reinlegen. Das ist ja Mist. Also Fleisch brauchen wir auf jeden Fall einen Ofen. So, jetzt müssen wir erstmal das Teil hier finden. Was man da braucht. Requirement. Was brauchen wir denn dafür? Phase 3. Oder wir machen erstmal das hier. Einmal Holz, einmal Fett. Fett haben wir auch nicht. Dann brauchen wir jetzt erstmal... Okay, dann lass mal weiterfahren. Ich frage mich, ob der die Sachen aus der Kiste nimmt, weil das fühlt sich so an, als würde er erst die aus der Kiste nehmen. Hm. Essen. Lecker. Essen wir mal. Zieht zwar ein bisschen Leben ab, aber egal. Holz. Holz. So, warte. Also gibt es verschiedene Phasen. Ist so ein bisschen wie bei, wo waren das? Bei Satisfactory war das auch. Oh, so ein großes, artiges Spiel. Habe ich so gerne gespielt. Muss ich echt mal wieder reingucken. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Muss ich echt mal wieder reingucken. Das hat auch so viele Updates bekommen. Ich glaube, wenn ich davon ein Let's Play mache, ich glaube dann... Ja, dann wären wir niemals fertig. Weil das ist auch so umfangreich und macht auch so unglaublich Spaß, diese Produktionsketten zu bauen. Habe ich auch gerne gespielt. Im Stream haben wir das mal gespielt, auch eine Zeit lang. Sehr, sehr intensiv und sehr lange. Problem dabei war nur gewesen halt, da spielst du auch nichts mehr anderes erstmal eine Zeit lang. Also du kannst was anderes spielen, du bleibst halt relativ gut drin. Aber es wäre schon doch... Halt, stopp. Nein. Da komme ich jetzt nicht mehr dran. Da würde ich verwetten. Aber es ist sehr umfangreich. Ah, Mann, Mist. Komm her. Ich muss einmal zurückfahren. Ich will das Holz haben. Ich will das jetzt nicht liegen lassen. Hoffentlich kommt jetzt das Ding da nicht angefahren. Nein, aber es ist echt. Also, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, falls ihr mal so Bock habt auf sowas, so, wo man so Förderbänder bauen muss, Produktionsketten, Maschinen, dann könnte das was für euch sein. Definitiv. Oh, das Essen, ne? Uah. Da ist Scrap Metal. So. Können wir ja eigentlich gleich schon das Dings herstellen.
unseren nächsten Arbeitsschritt quasi, kann man sagen. Huch. Hab ich mal erschrocken. Was war das denn? Irgendwas ist hier gerade wohl umgefallen oder keine Ahnung, hier im Raum. Mich mega erschrocken. Weiß gar nicht, was es war. War sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist hier alles fest verschraubt. Vielleicht schmilzt der Rechner auch gerade bei der Hitze. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann natürlich gut sein. So, aber noch riecht es hier nicht verbrannt. So, warte mal. Lass mal eben gucken. Was wollten wir denn jetzt machen? Wir wollten researchen. Und jetzt habe ich tatsächlich nochmal unterm Tisch geguckt. Kann ja nicht sein. Einmal davon und einmal Fett. Ah, Fett haben wir nicht. Ne, Fett kriegen wir durch die Kreatur. Ihr nehmt es auch nicht aus der Kiste. Use. Genau, trinken, essen. Wichtig. Können wieder Barren herstellen. Ich würde nochmal... Ah, da brauchen wir wieder Brennstoff, ne? Wir brauchen ja auch Holz. Sollten auf jeden Fall vielleicht erstmal weiter sammeln gehen. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Oh, Moment, halt, stopp. Da sehe ich gerade Holz. Wenn wir schon gerade einmal dabei sind. Vielleicht kommt ja gleich nochmal so ein Tierchen oder so, was wir nochmal erschießen können, damit wir Fett kriegen. Tierfett, sozusagen.